Am 6.9.2016 war es wieder soweit. Die SPD-Bundestagsfraktion hat zum zweiten Mal zur Fachtagung Bildung in einer digitalisierten Welt, Hashtag BDW16, in den Bundestag nach Berlin eingeladen. Der bereits 2015 in einer Fachtagung angestoßene Dialog sollte in diesem Jahr fortgeführt werden und Interessierte und Experten aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft waren herzlich dazu eingeladen, sich zum Thema digitale Bildung auszutauschen. Bob und ich, diesmal unterstützt durch Gastmoderator Dejan, haben wieder ein Video gemacht. Hallo Saskia, ich grüße dich. Wir haben uns hier vor etwas mehr als einem Jahr schon mal getroffen zur Veranstaltung BDW 15. Kannst du uns kurz nochmal sagen, was BDW überhaupt ist? Ja, das ist eine lustige Abkürzung für Bildung in der digitalisierten Welt und das auch wiederum ist ausgeschrieben, das was über das jetzt viele, viele Leute sprechen, nämlich das Thema digitale Bildung. Was ist das eigentlich? Und da wollen wir heute uns nochmal dazu vertiefen. Hat sich denn in diesem Jahr schon einiges getan? Hast du das Gefühl, es ist weitergegangen, ist was auf den Weg gekommen? Ich finde, es tut sich gerade wie blöd was, ehrlich. Es ist auf allen Ebenen ist irre viel Bewegung drin. Es ist in der Kultusministerkonferenz ein Prozess aufgelegt worden zur Strategie. Es ist, das BMBF hat sich auf den Weg gemacht, werden wir heute noch viel dazu hören. Wir haben den Zusammenschluss der großen Stiftungen. Es werden unheimlich viele Veranstaltungen wachsen jetzt auch, die mit dem Thema sich beschäftigen, werden wir auch heute sehen. Wir sind doppelt so viele Leute wie letztes Jahr und wir haben doppelt so viele Workshops und wir haben irre viel zu reden. Wie immer gehen wir wahrscheinlich mit mehr Fragen raus, als wir reingegangen sind, aber das ist auch gut so. Das klingt schon mal gut für mich. Ich würde dich nachher, wenn es klappt, nochmal fragen, wie es heute für dich war und vielleicht kannst du vorweg schon mal uns mitgeben, was braucht es? Ich denke eher so an den Kopf der Menschen, damit digitale Bildung gelingt in der Gesellschaft. Ich glaube, dass es Mut zum Wandel braucht und dieser Mut, der braucht Sicherheit. Und dazu müssen wir die Grundlage legen, damit man sich auf den Weg machen kann. Das ist, glaube ich, Aufgabe von Politik, Sicherheit zu geben, damit Vertrauen auch in den mutigen Schritt in eine gute Zukunft gewonnen werden kann. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, Professor Dr. Hanke, was erwarten Sie sich an einem solchen Tag hier von der BDW 16? Ach, das sind ganz verschiedene Dinge. Zum einen erwarte ich eine große Vernetzung mit Leuten, habe schon erste Kontakte hier geknüpft. Zum anderen hoffe ich auch, dass viele meinen Thesen folgen, dass die Digitalisierung endlich Fahrt aufnimmt. Ja, jetzt werden wir nicht alle Thesen besprechen können, da haben wir nicht so viel Zeit für, aber was ist eine grundlegende These, die für Sie auch wirklich wichtig ist? Das ist die These, dass wir bisher in den ganzen Jahren vergessen haben, die Studierenden als Treiber für die Digitalisierung zu gewinnen. Und genau das möchte ich zeigen, wie das geht. Und warum braucht es die digitale Bildung oder da gibt es verschiedene Begriffe, aber ich nenne es ja mal digitale Bildung überhaupt? Das kann ich ganz einfach sagen. Die Amerikaner sagen heute, the knowledge is on the web und nicht mehr im Kopf des Lehrers. Und das müssen wir irgendwie verarbeiten und irgendwie darauf reagieren. Frau Menekes. Welche Erwartungen haben Sie an die heutige Veranstaltung hier? Ich bin Schulleiterin vom Niederrhein aus Kamp-Lintfort. Wir sind im letzten Jahr mit den digitalen Medien gestartet, haben ein Netzwerk bei uns in Kamp-Lintfort am Niederrhein mit Strahlen und Kamp-Lintforter Schulen, machen uns auf den Weg, haben digitale Bildung in Schule gebracht, sind aber bemüht, das zu verankern. Nicht jeder Kollege macht was in seinem Fach, sondern wir sind bemüht, das wirklich flächendeckend in jedes Fach zu kriegen und dass es für alle Schüler und alle für Kollegen verbindlich ist. Ansatz von Schule. Hört sich sehr gut an. Die Frage natürlich, wenn Sie sagen, Sie stehen am Anfang, wo sehen Sie sich in 10 Jahren oder die ganze Entwicklung in 10 Jahren? Als selbstverständlich. Ich hoffe, dass Medien ein Selbstverständnis sind, dass es nicht mehr heißt, ich brauche eine Handyordnung, es muss ein Handyverbot geben, es muss eine Nutzerordnung geben, sondern dass wir Kollegen und Schüler so weit haben, dass sie wie selbstverständlich als Handwerkzeug ein Mobiltelefon, ein Tablet benutzen werden. Vielen Dank. Workshops. Was ist dein Resümee? Ich habe ganz viele interessante Menschen kennengelernt und bin total gespannt darauf, was jetzt auch in der Nachfolge der Tagung tatsächlich passiert, weil ganz viele angekündigt haben, sie melden sich und sie bringen sich ein.
Und nebenbei bemerkt, der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir beraten heute in erster Lesung den Haushalt. Wir werden sehen, was der Bund jetzt tatsächlich auch in die Hand nimmt an Geld, aber auch an Ideen und Studien und Programmen und Strategien, um die digitale Bildung nach vorne zu bringen. Hast du das Gefühl, dass vom letzten Jahr aus gesehen sich auch wieder was getan hat? Oder hast du das Gefühl, naja, eigentlich ist es dasselbe, worüber wir geredet haben? Nee, wir haben tatsächlich unseren Blick geweitet auf andere Bildungsbereiche. Wir waren letztes Jahr sehr schulgetrieben und sind jetzt doch haben jetzt die gesamte Bildungskette eigentlich in den Blick genommen. Und das hat tatsächlich, glaube ich, auch die Öffentlichkeit getan. Die öffentliche Wahrnehmung fürs Thema ist auch über das Schulische, über die Digitalisierung der Schule hinausgegangen. Und das ist ein guter Prozess, ein wichtiger. Da kann ich dir nur zustimmen. Vielen Dank, dass du das immer weiter vorantreibst und danke für den Tag bis jetzt. Und dann wünsche ich dir sehr viel Erfolg noch, was den Haushalt angeht. Vielen, vielen Dank. Ja, das war's dann auch schon wieder mit BDW 16 und wir hoffen, dass wir uns auch im nächsten Jahr in Berlin wieder treffen können und gemeinsam überlegen, wie wir digitale Bildung, Lernen und Lernen mit digitalen Medien in der Breite der Gesellschaft voranbringen können. Wir haben gelernt, dass der Wandel letztendlich im Kopf und weniger durch Technologie stattfindet und die gesamte Gesellschaft beschäftigt.